Hätte ich mich da oben noch heilen können? Jetzt egal, ich bin schon unten, ey. Speichern! GG! Dafür, dass ich den nicht kannte, bin ich relativ selten gestorben. Erstmal hier Licht anmachen, damit ihr auch was seht. Wo komme ich denn jetzt hin, ey? So, das heißt keine Headcrabs mehr, Freunde. Okidoki, da müssen wir eigentlich einen Emote draus machen, ne? Hätte ich sagen sollen, dass das ganze Schießen auf den Big Boy sinnlos war. Ersten Bossfight kriegt der Schaden. Ja, ich hätte es mir denken können. Ich hätte es mir denken können, Bimo. Ich hatte es so ein bisschen im, so im Hinterkopf. Ich dachte mir, ey, da spritzt dieses grüne Blut. Vielleicht, ja doch, vielleicht macht das den Bossfight am Ende leichter. Keine Ahnung. Das Spiel sagt einem das ja auch nicht. Ne? Ansonsten wäre ich halt einfach durchgerannt, was halt auch langweilig ist. Aber den Fight haben sie super geil gemacht. Sehr viel cooler als im Original. Was hast du getan? Okay. Oh, Junge. Das ist ja ein Gebäude. Interloper. Okay. Hm, das Ding kennen wir ja. Okay. Oh, ich habe keine Ahnung. Ich speichere lieber nochmal. Ich vermute mal, wenn ich hier drauf springe, hören die mich. Aber der kommt gar nicht weit genug dahin. Okay. Kommt er doch. Ich muss da runter. Nee, dann müssen wir drumherum schleichen. Dann bringt das Springen nichts, ne? Headcrabs are no more. Ist das so? Ist der Gognak? Oder Gognak ist ein, tatsächlich ein Half-Life 2 Speedrunner. Ist es so, dass die, dass die Mutter der Headcrabs ist, sozusagen? Jetzt reagiert nur das eine. Warum? Muss ich warten, bis der rüber geht? Ja, komm. Eben hat das auf einmal gewechselt. Jetzt fängt der wieder an. Speichern. Ich gehe einfach unter dem durch. Das funktioniert oder was? Zum Glück haben die keine Augen. Was ist das? Was ist das eigentlich, wenn es kein Auge ist da oben? Die reagieren aber nur auf Geräusche, ne? Schade. Uff. Nee, warte. Ich hab's falsch gemacht, glaube ich. Jetzt muss ich damit leben. Hä, wo muss ich denn jetzt hin? Kann ich wieder zurück? Ich glaube, ich hätte da oben hingehen müssen. Okay. Ich bin immerhin außer Reichweite. Jetzt da hinten hin. Ich speichere mal. Ja, okay. Gut. So. Gut. Das hat man noch gelernt im Spiel am Anfang. Wie Masked. Das ist dieses eine Level in dem Raketensilo, wo man die Dinger zerstört. Oh, oh, das war dumm, ne? Shit, okay. Da werden wir direkt ein kleines Feuerwerk zünden, Leute.
Okay. Ah, leider habe ich... Greifen mich die Vortigons jetzt an oder nicht? Die hauen ab, ne? Die kämpfen nicht. Ah, jetzt merkt man auch mehr, dass die versklavt wurden, ne? Okay. Das hört sich so schrecklich an. Das hört sich so schrecklich an. Oh, okay. Aber was muss ich hier machen? Ah, ist da eine Leiter? Kann ich hier hoch? Nee, kann ich nicht. Nee, ich kann hier nicht hoch. Durch den Wasserfall kann man auch nicht gehen. Checkt ihr das auch immer, Leute, ob man durch den Wasserfall gehen kann? Ah, ich brauche das doch. Ich brauche diese Energiedinger hier. Aber ich kann sie nicht kaputt schießen. Kann ich mit denen reden? Das geht nicht kaputt. Redet irgendeiner von denen mit mir? Nee. Der auch nicht. Okay, gucken wir uns mal um. Ah, alright, alright. Ich glaube, ich weiß, was ich machen muss. Wir stellen uns hier drauf. Springen hier rüber. Das sind Vortigon-Behausungen. Die leben sehr primitiv, ne? Also sieht zumindest primitiv aus. Hier ist ein Fahrstuhl. Bist du mit dem Speed durch? Okay. Ja, das hatte ich, glaube ich, am Anfang auch so gemacht. Und wenn man dann geduckt durchschleicht, dann kann man immer mit den Granaten die weghalten. Also dann kann man da einfach langschleichen. Kann sein, dass die mich jetzt angreifen. Wobei die mich ja gar nicht kennen, ne? Ich glaube, es wäre einfacher, hier hochzulaufen gewesen. Okay. Ich bin full up. Ich komme hier nicht raus. Das sind die Portale, mit denen die zu uns geschickt werden. Soll ich dir folgen? Oh. Oh Gott, der hustet, als hätte er 10 Jahre geraucht. Okay, die essen die Headcrabs anscheinend. Was habe ich denn jetzt gemacht? Okay, jetzt geht das Ding zu. Oh, was ist denn hier drin? Nix. Galala. Die haben sich Gedanken gemacht,
wie so eine Vortigaunt-Festung aussehen kann. Oder halt solche Behausungen. Oh, es passt so gut, finde ich. Ich finde, es passt super. Seht ihr das auch so? Ist, aber sind das die Behausungen, weil sie versklavt sind? Vom Nihiland? Okay, hier können wir hoch. Und natürlich, wenn Gordon Freeman nicht durch Schächte gehen würde, wäre er nicht Gordon Freeman, ne? So, stockt der Stream? Ich habe keine ausgelassenen Frames, also sollte eigentlich alles hinhauen. Sam Slynn. Erstmal Vorräte auffüllen. Was habe ich jetzt gemacht? Das tut mir leid, Mann. Jetzt greifen die mich an. Aber meine ich gar nicht so viel aus. Okay. Okay, wartet mal. Wartet mal. Die kommen jetzt gerade. Das sind diese Kiddies vom Nihilin, ne? Ach, da drin brennt's, deswegen kriegt er auch so viel Schaden. Okay, das war wasted. Die greift mich jetzt gerade auch nicht mehr an, ne? Außer der hier. Oh, fuck. Drecksack, er hat das Ding hochgehoben. Das heißt, das ist Mind Control, ne? Die werden kontrolliert vom... dann sieht man auch endlich mal... Oh, es ist so gut, dass es dieses Remake gibt. Aus dem alten Teil habe ich das halt gar nicht so richtig gerafft, dass der Nihilinth die Vortigaunt so kontrolliert hat. So, wo wollen wir denn hin? Kann der reden? Nicht verwendbar. Gibt's hier oben irgendwas? Ah, so einer. War nichts drin. Ah, okay. Da wäre ich so oder so reingekommen. Warum heult denn der? Aber wahrscheinlich, weil er versklavt ist, ne? Okay, das heißt, ich sollte die Vortigaunt nicht killen, sondern ich sollte immer die Baby Nihilinth killen. Meine HP sind halt ein bisschen scheiße gerade. Hätte ich da zurückgehen können?
Boah, es wäre so cool, wenn sie da ein Healthpack hingelegt hätten, aber macht halt irgendwo auch keinen Sinn mit dem Healthpack, ne? Ich bin ja gerade in feindlichen Linien. Ich muss mich anders heilen. Genug Gefahr, ich muss einfach ein bisschen was Produktives tun. Ich bin mal weg, Leute. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß beim Stream und allen einen guten Start ins neue Jahr. Dir auch, Ellie.